Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wie ihr aus dem Titel entnehmen konntet, geht's nach Italien. Die große Romaniacs Generalprobe steht bevor. Ja, die Motorräder sind verladen. Ich fahre mit Mirko da runter. Mirko kennt ihr aus vielen Vlogs, denke ich mal. Und da Mirko mein Trainingspartner ist, gehört er einfach dazu. Ja, das Ganze ist zustande gekommen durch USW. Das ist der Trinkrucksackhersteller, wer es noch nicht kennt, aber ich denke, aus der Enduro-Szene wird USW jeder kennen. Und ja, wir drehen ein kleines Video für USW dort unten. Ich bin mega gespannt und aufgeregt, was alles so passieren wird. Wünsche euch viel Spaß beim Vlog, viel Spaß beim Anschauen. Mirko, ja? Sag mal auf der Community vom Vlog bitte hallo. Hi. Mirko Fabera, ja. Live und in Farbe. Man kennt ihn normal von seinem Profil nur mit Helm. Ja. Aber hier ist er halt immer da, Alter. Ja, auf jeden Fall. Die Mopeten, wie gesagt, sind eingeladen. Sauber gemacht, meine wieder. Guck mal hier, sauber Reifen. Mirko mal wieder nicht sauber gemacht. Ist ja nicht sein Auto. Ja. Ah ja, also, bis morgen. Jetzt geht das erst richtig los hier, Alter. Jetzt geht es los. Italien. Also ihr seht, das ist ein krasser Ausblick. Wir sind, wie gesagt, in Italien angekommen gestern Nacht. Jetzt laden wir die Mopeten aus, vorher frühstücken und dann wird gefahren. Gell? Ja. So, die Mopeten sind ausgeladen und ja, Geheimnis ist gelüftet, denke ich. Ich gehe fahren mit Letty. Wir sind schon hart am Drehen. Wie gesagt, das Ganze kam zustande, weil wir für USW zusammen so ein kleines Video machen. Er zeigt mir den Sommersport, ich zeige ihm den Wintersport dann ein bisschen später und jetzt bereiten wir alles vor und dann gehen wir fahren. Mirko ist sogar schon angezogen. Mirko ist der vorbildlichste von uns allen. Aber das hat auch einen Grund, weil Mirko heute so ein bisschen filmt und ja, wir haben Bock. Mirko, was denkst du, wird das heute gut? Auf jeden Fall. Ja? Ja. Ja, ich denke, vom Gelände her werden wir hier viel Spaß haben. Ich bin mal gespannt. Manuel, was sagst du so? Was denkst du? Wird das heute gut? Nee, so viel quatschen und endlich mal anziehen sein. Na, gut, na gut halt. Let's go! Also wir sind keine 3 Minuten unterwegs. Hier ist eine riesen Baumstammline. Und Manuel zeigt mir gleich direkt, was ich nicht kann. Und ich zeige euch das jetzt mal. Aber es ist krass. Also wie lang ist das, Mirko? 100 Meter? Ja, auf jeden Fall. Mirko, stellt sich an die Seite. Ich komme jetzt. So, der dicke Bobby, der schwitzt schon wie verrückt. Wir sind gerade zweimal so ein Bachbett gefahren. Und das Erschütternde daran war, dass Mirko gesagt hat, Manu, fahr doch mal ein bisschen langsamer, damit Paul hinterherkommt. Und Manu gesagt hat, es geht nicht noch langsamer, er kann nicht noch langsamer fahren. So ein Feuer um, das ist das Problem. Alter Schwede! Alter Schwede! Das ist ja mal krank. Erster Gang rein und wirklich einfach schauen, dass Vorderrad da durch die Ritze bringt. Durch die Ritze und oben drauf am besten. Ja, direkt, genau, gell? Ja. Wenn das Hinterrad da oben ist, dann ist alles entspannt. Und erster Gang, gell? Erster Gang, ja.
Da, Bobby! Go! Go! Jetzt mach ich mal Ruhe! Geschafft. Du musst da auf jeden Fall krass einteilen bei der Romanex, gell? Ja. Weil mir ist schon aufgefallen, du hast viel Kraft dann an Sachen. Wo man eigentlich nicht so viel Kraft braucht, ne? Genau, ja. Weil das ist dann schon lang. Das wird dann schon lange Tage einfach. Ja, aber dass du die Kraft gut einteilst, ja. Ja. Auch wo du denkst, boah, komm jetzt nicht mehr weiter, schiebe es jetzt darauf oder fahr ich lieber nochmal runter und fahr es nochmal rein. Ja. Lieber nochmal runterfahren, nachfahren und so versuchen, weißt du, was ich meine? Ja. Weil du bist brutal fit und stark, aber auf 4 Tage werden dann die Reserven dann enger. Fahren wir oder wie schaut's aus, Jungs? Regel Nummer 1, wie mir Kevin gesagt hat, immer so weit wie es geht nach hinten schieben. So. Guckt euch bitte diesen Ausblick an. Da ist man doch verdammt froh, dass man hier sein darf, oder? Auch wenn es anstrengend ist.
Alter, das ist ganz schön steil. Wow! Wow. So geht's auch. Bist du da eben runtergefahren? Nein, da bin ich raufgefahren gerade. Ich wollte da gerne zeigen, weil da kann man um den Baum rumfahren, dann kann man richtig schön runterfahren. Ich dachte, dann war es da runtergefahren. Alter. Ja, schon steil, Alter. Parke mal die Karre. Wo raus? Da rauf. Ihr fahrt rauf, ja. Ist das schon krass? Ja, das ist schon steep fucking shit darauf. Für Mani und Mirko ist es natürlich heute wie auf dem Kindergeburtstag, da mir das zu zeigen. Denen ist ein bisschen langweilig. Und wenn so Profis langweilig ist, fangen die an rumzuspinnen. Und dann kommt halt sowas zustande. Komm, wir fahren ja mal. Obi heißt hoch, gell? Obi heißt runter. Nee, Aufi. Aufi. Komm, wir fahren ja mal Aufi. Jetzt werden die Lines besprochen und dann wird er hochgefahren. Wir fahren mal Aufi. Aufi. Ja, cool. Sag das einmal. Wir fahren mal auf. Wir fahren mal auf. Wir fahren. Fahren. Moi. Moi. Auf. Auf. Ah, geil. Richtig vorwärts. Ich fährt er hier runter bestimmt. Oh, nein. Nein. Geil. Komm, Marco! Jawohl! Und? Statement? Ja, hat damit echt mal gut geklappt eigentlich. Ja, war richtig geil. Die ist dann schon ziemlich sketchy, wenn man mal aber dann irgendwie ja probiert durchzuziehen, dass man halt noch über die Kante wenigstens kommt. Ja, geil, Alter. Aber ist schon echt geil hier. Ist richtig krass zum Fahren. Jetzt atmest du wenigstens auch mal ein bisschen schwer. Ja. Finde ich gut. So, nun sind wir angekommen am Auto. Der Filmdreh ist soweit abgeschlossen. Wir haben die wichtigsten Szenen im Kasten. Mirko hat ein paar krasse Dinger gesetzt, habt ihr gesehen, Mirko? Ja, hab's probiert auf jeden Fall. Oh. Jetzt gibt's Mittag, eine leckere Pizza. Und dann geht's weiter. Vorher habe ich noch so großkotzig gesagt, vielleicht bleibt man bis Freitag und fahren, aber ich sag dir, nach den anderthalb Tagen ist Pumpe. Wir sind hier übrigens beim Sandro und ja, es gibt jetzt Mittag. Ich habe mir sagen lassen, dass Sandro hier immer das leckerste Essen zaubert. Das sieht auch echt gut aus. Zum Mittag gibt es natürlich Nudeln. Und ja, wie man hier im Hintergrund sieht, Team Jarvis auch am Start. Also hier fahren immer viele Leute. Ich werde das jetzt mal verlinken unten im Kanal. Und wenn ihr Bock habt, bei Sandro mal eine Tour zu buchen, schreibt ihm einfach. Also ich kann euch nur sagen, also hier, so ein Ausblick zum Mittagessen. Richtig geil. Sandro, super netter Typ, oder? Ja. Wir sind am Anfang diese Baumstämme gefahren, als Sandro mit hochgekommen, hat er gleich ein paar Tipps gegeben. Also der hat auch Ahnung. Und ich denke, Mirko und ich, nächster Sommerurlaub, fahren wir mal her, oder? Auf jeden Fall. Schön verliebt auf Sommerurlaub, oder? Kann man oder auf jeden Fall richtig gut trainieren. Gerade Enduro, perfekt. So, wir essen jetzt und dann geht's weiter. Und ja, bis dann. So, Runde 2 geht los. Ab jetzt die Kamera, Mirko fährt hinter mir her. War gut eigentlich bis dahin. Was sagst du? Bis dahin war es echt gut. Jetzt kommt hier eine Section nur für Mani und Mirko. Ich will das jetzt besser.
Was für eine Ruhe der das nimmt. Mir ist gerade übrigens die Kupplungsarmatur wieder kaputt gegangen. Das ist jetzt die zweite in zwei Wochen. Jetzt geht's bei Mirko weiter. Jawohl! Geil! Die beiden haben Spaß. Das lasse ich natürlich weg. Muss richtig steil da oben sein. Krass. Also Mani fährt jetzt nochmal, Mirko probiert sich da noch aus, ich nehme euch von außen mal mit, Mirko filmt mich ein bisschen und dann schauen wir mal, Mani kommt jetzt, glaube ich, hören. Ja, ist geil, wird, denke ich, ein geiler Tag, vor allem wenn die Jungs auch Spaß haben. Beim Videodreh hatte Mani, glaube ich, nicht so viel Spaß, weil ich sehr langsam war. Also ihr habt gesehen, so einfach kann es aussehen. Ne? Als ich mich hier anstellen würde, ich hier, wäre richtig lustig. Schaffst du schon. Geh auf die Hinterbremse. Ganz langsam drauf bleiben, ja, schön. Kannst du das nochmal machen? Das sah richtig schön aus. Boah. Hey, was für eine Leichtigkeit, gell? Ist das krass, ne? Er ist einfach krass, ne? Wie der da runterfährt, gell? Wahnsinn. Machst du jetzt doch? Viel aggressiver als du, gell? So. Ja. Mm-hmm.
Alter. Von der Sonne. Erklärt euch doch mal, wie man die Scheiße hier hochkommen soll. Es ist so warm. Oh. Er meckert schon wieder da oben. Na, Paul. Der f*** uns halt ganz schön, gell? Ja. Kommst du auch auf deine Kosten jetzt? Aber es war gut, oder? Ja. Das war knapp. War aber gut. Kurze Wasserstandsmeldung. Wir sind jetzt ungefähr 3 Stunden am Fahren. Ich bin Sachen gefahren, wo ich echt sage, also Nachmittag war besser, Vormittag war echt nicht gut. Die fahren gerade ein Bachbett, die zerpflücken sich jetzt. Und dann hat meine gesagt, mach das nicht. Ich habe jetzt übrigens 3 Liter im Rucksack gehabt und habe in der Bauchtasche auch nochmal 1 Liter. Und damit komme ich echt gut zu Rande. Also ich denke, so werde ich es auch zum Romaniacs machen. Wie gesagt, meine Kupplung ist ein bisschen abgefuckt. Aber es ist einfach schön jetzt hier mal kurz zu schön, weil es ist schon, er fährt schon eine Pace. Aber er denkt sich auch bestimmt so, also Mani denkt sich bestimmt, du, der Dicke, er, der Dicke. Naja, ich nehme euch später wieder mit. Ey, ganz kurz nochmal, kennt ihr das, wenn ihr so überanstrengend seid, dass einem so, dass man so Gänsehaut am Körper hat? Den Moment habe ich gerade. Can I have a look to your pizza? Also jeder, der hier ist, bekommt frische, leckere Pizza. It's for everybody who comes to your. Yeah. So nice. Also Leute, das ist richtig geil. Sandro macht hier frische Pizza. Wie gesagt, ich verlinke das noch hier und hau das auch ein paar Mal rein. Schreibt Sandro, wenn ihr Bock habt, auf eine Tour. Yeah, not bad, eh? Wow. It's really good. Wir lassen uns jetzt die Pizza schmecken und sind raus für heute. Danach geht's ins Bett. Und morgen fahren wir nochmal. Morgen geht's nochmal los. Bis dann. So, GoPro ist scharf gestellt. Heute GoPro Onboard-Material. Mirko macht noch letzte Luft-Setting. Mirko, ich habe Muster. Genommen, ja. Mirko und? Ziehen wir heute nochmal richtig durch? Ja. Heute geht's nochmal richtig ab, oder? Ja. Viel Spaß. Let's fucking go! Also, ich nehme euch heute mit. Onboard. Immer mal, wenn es geile Sachen gibt. Heute ist Sandro mit dabei. Letty mit dabei, Mirko mit dabei. So, erste Pause. Geil. Ja.
Zu spät in die Kupplung gegriffen, ich Idiot. Na, ja, richtig dumm. Ja, heute, du fährst so, du versuchst immer die steilsten Stücke Speed zu machen. Das okay. Ich probier's nochmal neu. Mann! Super, my boy. Was good? Yeah. What do you say to me? You go with the... What's the name? You go with the... Gingerlotto. Gingerlotti. What means in German? Gingerlotto, Wildsau or Wildschwein. And the small one in the Frischling. Frischling. Yeah, genau. Gingerlotto. Leute, das war das Ende der Tour. Jetzt geht's nach Hause. Mani und Mirko fahren noch einen Goldloop. Ich habe mir heute ein bisschen im Fuß wehgetan. Deswegen fahren wir jetzt schon ein bisschen vor. Ich hoffe,
wie alles Spaß. Naja, das war die Rumänix Generalprobe. Nachher gibt es noch eine kleine geile Abmoderation. Dann geht's nach Hause. Mit Mirko. Dann schauen wir mal, was? Bis später. So, Freunde der Sonne, das war's. Zwei Tage mit Manuel Lettenbichler. Fertig. Fertig mit Nerven, Fuß tut auch weh. Aber Dicker, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast zum Babysitten. Ist ja nicht selbstverständlich, dass du hier einen Tag opferst, noch zusätzlich. Vielen Dank auch an Karl, der das überhaupt möglich gemacht hat. Und war geil, war eine schöne Zeit. Und checkt, wie gesagt, die Seite vom Sandro aus. Hier kann man viel erleben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal.